Willkommen zurück zu meinem Let's Play Mass Effect. Ich bin der Punkt. Letzte Folge hatten wir wieder eine Nebenquest. Erst verneint, abgelehnt und dann doch noch erledigt, weil wir ja so gutmütig sind. Und würde ich mal sagen, ich sollte mal nachgucken, wo ich jetzt überhaupt als nächstes hinfliege, bevor ich wieder auf die Karte fliege. Aber wir können ja, komm, wir nutzen die Zeit für den Planeten der Neugar zu erkunden oder den Planeten Sondetma. Und das sind wir seltenes Element entdeckt. Bei Scans dieses Planeten haben sie ein kleines Vorkommen von Polonium entdeckt. Oh Gott, das ist doch strahlend. Das strahlt doch. 7. Turianische Insignie gefunden. Nien. Beim Scan des Planeten Sibien haben sie ein großes Mineral, das Minenraster Fate im Geosekroner Orbit gefunden. Mit Hilfe Navigator Presley, genau. Mit Hilfe von Navigator Presley konnten ihr Aufklärungsteam eine kleine unbemannte Sonde im Insignien. Ah, verdammt doch mal! Mit den Insignien des Quadim Außenposten bergen. Gott, ey, schon allein das hat mich jetzt schon wieder 5 Minuten gedauert, das vorzulesen. Oder Tremmer, hatten wir schon mal. Gasvorkommen entdeckt. Mittels Orbit-Scans. So. Haben sie ein großes Vorkommen von Stickstoff entdeckt. Wow. Und jetzt gucken wir mal erstmal, wo wir hin müssen, bevor ich jetzt hier weitermache. Meine Güte. Ich bin also echt so ein schwerer Fall, ohne Scheiß. NES Geiselnahme. Eine Gruppe fanatischer Biotiker im Hades Gamma-Klasse. Okay, Hades, kann man schon mal merken. Hat den Vorsitzenden des parlamentarischen Unterkomitees für transhumane Studien als Geisel genommen und sich mit ihnen einen verlassenen Frachter im Farinata-System verschanzt. An Bord des Frachters gelangen. Gehen, kein Problem. Finden Sie den Frachter im Farinata-System des Hades Gamma Clusters und konfrontieren Sie die Biotiker an Bord. Farinata, Hades Gamma. Farinata, Aris, Hades Gamma. Hades Gamma, Farinata. Darf ich euch vorstellen? Okay. Hades Gamma hatten wir schon mal, glaube ich. Attica, Armstrong, Centauri Omega, Kepler, Styx, Artemis, Argus. Hä? Hades Gamma. Bin ich jetzt blöd? Da. Vielleicht das Nachbarsystem. Nein, doch, Farinata war es. Was ist das hier? Das ist der Diss. Der disst euch immer weg, ey. Wie sonst was? Auf in das Farinata-System des Hades Gamma-Clusters. Ah, Gott. Wusch, habe ich vergessen zu sagen. Verdammt. Und da haben wir auch schon die Raumstation. MSV Ontario. Dunshagun. Der Planet, auf dem wir nicht landen werden, weil es hier wahrscheinlich keinen landungsfähigen Planeten gibt. Weil es eben so eine Raumstation gibt. Aber dafür haben wir Asteroiden. Felsiger Asteroid ist felsig. Leichtmetallvorkommen entdeckt. Bei Scans dieses Asteroidenfeldes haben sie größere Vorkommen von Magnesium entdeckt. Ja, ich konnte es schneller lesen, bevor als ich es weggeklickt habe. So, haben wir hier noch irgendwas? Schnell absuchen. Nö, nö, nö. Juntauma. Proteanische Datendisk gefunden. Beim Scan von Juntauma haben sie eine uralte, fast schon verrottete Frachter im Orbit gefunden. Ihr Bergungsteam ging an Bord und stellte fest, dass das Schiff von Piraten angegriffen worden sein muss. Es befand sich kaum wertvolle Dinge an Bord, aber das Team brachte immerhin eine proteanische Datendisk mit zurück. Ja, schön. Nepnoi. Oh, das ist ein cooler Name. Nepnoi. Seltenes Element entdeckt. Bei Scans des Planeten haben sie große Vorkommen von Thorium. Thorium. Auf dem nahelegenen Mond entdeckt. Also nicht selbst auf dem Planeten. Thorium. Erinnert mich ein bisschen an Dreck und Dörte. MSV Ontario. Der Ontario ist ein menschliches Modul-Lastschiff des Kowloon-Klasse. Kowloon. Ist bestimmt irgendwas Russisches, oder? Das für verschiedene Fracht- und Personentransportzwecke gebaut wurde. Das Schiff fliegt mit höchster Geschwindigkeit in die Deckung eines Asteroidenclusters. Registrierung, Privatbesitz, Citadel Station. Sassione. Landen wir mal drauf und nehmen wieder Rex und Tali mit, weil die haben's drauf. Die können's einfach. So. Hat es gerade gespeichert? Wenn nicht. Ich habe nämlich gerade auf die Tastatur nach meiner F-Taste gesucht, weil immer noch das Mikro genau über der Tastatur hängt, sodass ich es nicht sehen kann. Dann haben wir einfach nochmal gespeichert. Pistole, Schrotflinte. Nehmen wir mit. Kein Ding. Und wir sehen schon auf dem Radar lauter rote Dreieckige. Kleine rote Hipster-Dreieckige. Oh mein Gott.
Und hier haben noch das Scharfschützengewehr ausgerüstet. Das wollen wir natürlich nicht. Hier geht's nicht lang. Hier geht's lang. Eindringlinge! Verdammt! Kill him! Kill him with fire! Fall um! Du wirst jetzt verdammt aufpassen, schnell sein, weil sonst passiert nämlich sowas hier. Wenn die Zeit. Sowas hier. Wenn die Zeit abgelaufen ist, töten sie die Geisel. Also es ist eine echte, waschechte Geiselnahme. Mit verdammten Biotikern, die uns immer umwerfen. Deswegen mag ich die Mission auch nicht so. Ich kann dich auch umwerfen? Nein, kann ich nicht. Das war ein Bluff. Verdammte kleine Hipster-Dreiecke. Dreieckige Ecke. Copyright bei Cold Mirror, glaube ich. Und sie haben mich getötet. Fuck, ich sollte vielleicht mehr meine Fähigkeiten einbinden. Auf jeden Fall habe ich noch irgendwas erwischt. Was schon ewig her, dass wir mal gestorben sind. Jetzt, wo ich so gestorben bin. Ach's. So, dann plündern wir nochmal die Pistolen und Schrotflinten. Ja, alles mitnehmen, bitte. Dankeschön. Weiter geht's. Wir haben immer noch das Scharfschützen. Na gut, ich versuche es einfach mit dem Scharfschützen. Weil der erste Schuss, der ist jetzt... Das ist der goldene Schuss. Eindringlinge! Tötet die Geisel! Peng! Voll in die Fresse! Nein, nicht daneben, verdammt! Scheiße. Weißt du, diese Biotik ist einfach so extrem nervig. Genau aus diesem Grund. Entsichert und geladen. Und mein Team kommt überhaupt nicht mit der Bedrohung klar, ey. Und ich habe gerade aus dem Medigel benutzt, weil ich eigentlich eine Granate benutzen wollte. Komischerweise gehen sie gerade nicht weiter. Ha! Dich habe ich noch erwischt. Biotika. Ach komm. Du hättest ruhig im Flur stehen bleiben können. Oh Gott. Nerv nicht! Max! Geht weg, verdammt! Ich bin dran und geladen. Danke, Tali, dass du gerade meine Granate abgeblendet hast. So funktioniert das nicht. Eindeutig nicht. Vor allem diese verdammten Biotika-Attacken. Ah! Nervig. Auch ein Punkt, den ich wieder zu dem Kommentar von Kedos hinzufügen könnte. Was nervt euch an Videospielen? Verdammte 10.000 gegnerische Biotika, die mich nur hin und her schmeißen wollen. Die nerven. Jawohl, das tun sie. So, ich schieße den einen Typen ab. Nein, ich lehne mich nicht gegen an die Wand da. Hallo? Eindringlinge! Tötet die Geisel! So. Ein Biotika ist down. Put, 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 put. Na los, ihr wollt doch da hinkommen, ich weiß es. Ja, geht auf Rex, nicht auf mich. Ignoriert mich einfach. Das finde ich gut. Vielleicht kann ich die Fähigkeit benutzen, damit ich warte auf die Fähigkeit. Benutzt die Fähigkeit, verdammt! Peng! Nein, ich wollte keinen. Ah! Oh, immer wenn ich Granaten benutzen will, eigentlich. Schaffe ich es nicht. Ach komm, das ist der letzte da, oder? Ne, es sind noch zwei da. Oh Gott, was hat er denn für eine Hackfresse? Hey, guck mal, da steckt wieder einer in der Kiste drin. What a Noob. Achtung, Geschoss! Ich glaube, diesmal können wir ihn nicht töten. Das könnte. Problematisch sein. Ja. Dich mache ich fertig. Ah. Danke, er hat sich gerade selbst rausgekickt, glaube ich. Nein, du benutzt nicht deine Biotik. Nein. Dich mache ich fertig. Verdammter Biotika. Stirb. Stirb einfach. Da werde ich aggressiv. Ohne Scheiß, bei sowas. Wo man einfach überhaupt gar keine Chance annimmt, man nicht mal annähernde Chance hat gegen dieses Kämpfer, weil man andauernd immer wieder zu Boden geworfen wird. Doch, hier hat man ganz ruhig, ganz ruhig. Alles wird gut. Sehen Sie, wie es ist? Man schreibt Briefe und wird von allen ignoriert.
Gewalt ist das Einzige, das die Leute verstehen. Wie wäre es, wenn ich den Vorsitzenden Burns töte und diese Scharade beende? Bitte, ich versuche doch nur, Ihrem Volk zu helfen. Gewalt ist keine Lösung, mein Freund. Das ist doch Blödsinn. Tun Sie nichts, was wir alle bereuen müssten. Warum nicht? Was haben wir denn zu verlieren? Da der Vorsitzende hier entschieden hat, dass wir keine Entschädigung bekommen werden, haben wir nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt. Aber ich habe meine Meinung geändert. Wo ich Sie gesehen habe, wurde mir klar, dass Sie... Sie hatten Ihre Chance. Einige L2 sind aufgrund der Nebenwirkungen der Implantate fast verkrüppelt. Aber Sie sind gegen Entschädigungen. Sie brauchen aber Burns. Lassen Sie ihn in Ruhe. Auch wenn er irgendwo in Springfield ein Atomkraftwerk leitet, was nicht sehr umweltfreundlich ist und der böseste Mensch von ganz Springfield ist. Egal. Denken Sie darüber nach. Burns ist der, der Ihnen helfen kann. Ja, wenn Sie mich freilassen, kann ich mir die Entschädigungsanträge nochmal ansehen. Was? Wir sollen Ihnen vertrauen? Klar, Sie versprechen uns die Freiheit und sagen, dass alles gut wird. Aber sobald wir uns ergeben, hintergehen Sie uns. Ja, du solltest erstmal die Augen aufmachen, während du mit mir redest. Das ist nämlich unhöflich. Aber okay. Ich verspreche nicht, Sie gehen zu lassen. Ich sage nur, dass Burns sich die Sache nochmal ansieht. Nicht wahr, Burns? Sicher. Ich hatte keine Ahnung, dass die L2-Biotiker so verzweifelt sind. Hätte ich das gewusst? Es wird Entschädigungen geben. Das verspreche ich Ihnen. Yes. Sie haben recht. Ich will nicht sterben. Vielleicht passiert ja diesmal was. Ich gebe auf. Danke, Commander. Ich dachte schon, ich wäre erledigt. Ich werde dafür sorgen, dass die Entschädigungsdiskussion weitergeführt wird. Ich hatte keine Ahnung, dass Sie so verzweifelt waren. Ja, wieso soll man sich sonst als L2 fühlen? Ein Kreuzer der 5. Flotte wird Sie und die Gefangenen in Kürze abholen. Keine Widersprüche? Gar nicht? Kein Danke? Noch weiter? Oder wir hatten Unrecht? Sie hatten natürlich immer recht, Meister. Danke, Commander. Ich dachte schon, ich wäre erledigt. Ja, wäre auch fast so weit gewesen. Wären wir nicht wieder hier die Helden, die sich wagemutig in das Schiff gestürzt haben und erstmal die halbe Besatzung der Crew hier gekillt haben. Weil wir es können, genau. Pistole, Sturmgewehr, Präzisionsgewehr, okay. Ja, plündern wir erstmal wieder alles. Und dann sehen wir mal weiter. Wow, Kampfscanner gefunden. Dieses Mod-Ding ist einfach so super gut. Weil man auch so oft immer das Radar braucht, um G zu sehen. Man muss einfach nur den Laserstrahlen folgen. Könnte hier rechts vielleicht irgendwo noch eine Kiste sein? Ich meine, das ist aber hier so schön abgeschottet. Da war eine Sicherheitszelle. Nein. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Da war auch wieder nur eine Sicherheitszelle. Okay, gehen wir zurück zur Normandy. Aber eine weitere Nebenquest abgehakt. Yes. So langsam nähern wir uns immer mehr Würmeier. Keine Sorge, wir kommen da auf jeden Fall noch hin. Und ich habe mir auch vorgenommen, in dieser Sitzung alle Nebenquests abzuschließen. Also, das kann noch ein bisschen dauern. Da habe ich wieder ein bisschen Vorproduktion, aber ich hatte auch dementsprechend eine Woche lang gar nichts gemacht und das muss jetzt alles wieder runtergeredet werden. Ich muss auch ein neues Projekt anfangen, weil 13 ja auch schon wieder zu Ende ist. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Danke, dass Sie sich um die Geiselnahme gekümmert haben, Commander. Der Vorsitzende Burns war sehr beeindruckt, wie Sie die Situation auf friedliche Weise gelöst haben. Ihre Hilfe auch außerhalb Ihrer formalen Pflichten wurde zur Kenntnis genommen, Commander. Fünfte Flotte, Ende. Sie haben Schluss gemacht. Die Schweine. Nein, ich wollte erstmal wieder gucken, was jetzt die nächste Crash ist. Neben Crash. Nächste neben Crash. So. Tagebuch. Liebes Tagebuch, heute haben wir verrückte Biotiker davon abgehalten, einen Vorpolitiker zu töten. So. VI außer Kontrolle. Oh ja, jetzt kommen wir in das Sonnensystem. Ein außer Kontrolle geratene VI hat ein Testgelände der Allianz an der Rückseite des Erdenmondes übernommen. Aha, da wo die Nazis sind. Iron Sky, ne? Die Kommandantur der Allianz hat ihnen den Befehl ergeben, die VI zu eliminieren. VI ausschalten. Begeben Sie sich zum Sonnensystem des lokalen Clusters und kümmern Sie sich um die außer Kontrolle geratene VI des Erdenmondes. Ja.
Auf der dunklen Seite des Mondes herrscht Chaos, Schrecken und Raustappen der Galaxiekarte. Arx. Arx, einfach nur Arx. So, noch einmal. Und das reicht. Und der Lokalerklasse befindet sich hier hinten. Sol, auch genannt Sonne. Und Luna ist der Mond. Wieder was dazugelernt. Hey, willkommen beim Unterricht. Mit mir, dem Punkt. Und leider muss ich euch sagen, dass der Unterrichtsstunde jetzt schon wieder vorbei ist und wir beim nächsten Mal weitermachen werden. Bis dahin, tschüss.